So, dann kommt die letzte Aufnahme. Und zwar nochmal zurück, wenn das mal die Mentoren von Famarama sehen. Ich habe mir die Berechtigung alle nochmal durchgelesen und es stand nicht drin. Es stand verdammt nochmal nicht drin, dass man keine Privatwerbung machen darf. Heißt, erlebe ich das nochmal, dass ihr mich anschreibt, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte, habe, tue, mache, wird es hier richtig knallen. So, jetzt nochmal vorweg. So, meine Lieben, ich bin ja wieder da und jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Heu und dann erklären wir nochmal ein paar Sachen in der Stadt. Das ist für heute die letzte Aufnahme von von Farmerama. Ich habe immer noch das My Free Zoo im Kopf, das Spiel, das war einfach der Burner. So viel kann ich zu Farmerama noch nicht sagen. Genau. Jetzt will ich aber nochmal an den Mentoren sagen, die sollen wenigstens mal froh sein, dass man von ihrem Spiel Let's Plays macht, damit das bekannter wird. Dann sollen sie nicht rumheulen und nicht rummaulen. Wenn sie was zu maulen haben, wie ich habe geschrieben, die sollen mir die Bestätigung per E-Mail schicken. Dann kann ich mir die Berechnung nochmal durchlesen, die die haben und wo das drin steht. Ja, aber ist ja jetzt egal. Jetzt sind wir hier und machen wir weiter. Wir besprechen jetzt. Genau. Diese Insel mit zwei Bergen und dem tiefen Wald. Ah, ich wollte noch was sagen. Genau. Ab Level 40. Hier geht's zum Handwerksviertel. Ab da kann man eine Bäckerei öffnen. Kann man eine Marmeladenproduktion öffnen. Und da ist irgendwas Neues da, glaube ich, dazugekommen. Aber das kenne ich selber noch nicht. Ist ab Level 40 frei. Hier, glaube ich, kommen so Veranstaltungen. Hier ist die Mühle. Die Insel, die kenne ich selber noch nicht. Da geht es zur Insel, die man sich, glaube ich, hinterher an den Baum freischalten kann. Hier gibt es ja die Geschenke, hier ist der Baum. Und so weiter und so fort. Hier ist die Stadt. So. In der Stadt gibt es so lustige Sachen wie den Marktplatz, der erst später geöffnet wird. Dann gibt es noch die Werkstube, wo man sich dieses Eierlegeplatz bauen kann und so. So, hier kann man Filme gucken. Wir haben jetzt drei Kinokarten. Hier können wir dann 20 Moos Pennies kriegen. Erfahrungspunkte. Das können wir hinterher erstmal machen. Irgendwann. Dann machen wir es hinterher. So. Jetzt geht es mir darum, dass wir noch uns Tiere vielleicht dazu kaufen. Okay, dann gehen wir zurück. Gehen wir auf unserem Hof. Da brauchen wir noch 3 Minuten. Das lassen wir ziehen. Die ernte ich nach gleich nochmal ab. Das, ich glaube, jetzt schaffen wir, glaube ich, sie machen. Ne, jetzt schaffen wir nicht mehr. Die ernte ich ab, damit über Nacht nichts kaputt geht. Gut, dann gucken wir jetzt mal in den Einkaufsshop nach. Wir gucken jetzt erstmal unter Tiere nach. Was haben wir jetzt schon freigeschaltet gekriegt? Hühner? Ich höre nicht nur Hühner. Ach, ab Level 4 Stelle. Ab Level 3 kriegen wir den Känguru-Stall. Ja, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Kriegen wir denn schon mal wieder was bei Apfelbäume? Also generell bei Bäume. Ne, erst ab Level 3. Kriegen wir denn schon was bei neues Gemüse, Obst oder so? Haben wir auch alles. Schlechte Qualität, schlechte Qualität. Wie ich sagte, das ist ein Spiel, das, da hält man sich stundenlang mit auf. Die Mühle steht still. Wir haben 16 Hühnerfutter. Das ist super. Können wir denn schon Superfutter herstellen? Können wir noch nicht. Fuchsfutter brauchen wir Eier. Boah, was? Fuchsfutter brauchen wir Eier für. Hundefutter brauchen wir Kartoffeln. Und Sellerie, glaube ich, oder was das ist. Ja, dann haben wir Maulwurffutter. Und ja, und Katzenfutter brauchen wir Milch. Ja, das glaube ich sogar. Gut. Ja. So. Wir haben 72 Wasser, kein Dünger, kein nix. Hier sind noch die Veranstaltungen. Dann kann man zum Beispiel noch mal bei der Dekoration gucken. Und kann man sogar schon kaufen, aber steht noch nicht mal ein Preis bei. Ach so, das ist ja so eine Verlockung, weil ich hier nicht schön finde in dem Spiel. Sonst gefällt mir das bis jetzt ganz gut, aber das ist nicht immer so der Hammer, ne? Vergesst meinen Abonnieren bitte nicht. Das wäre schön. So.
Gucken wir mal, ob wir neue Aufträge gekriegt haben. Ne, wir haben immer noch den gleichen hier. So, hier sind die Äpfel. Wir bestellt 15 Äpfel. Und uns fehlen noch 15 Äpfel. Dafür kriegen wir 315 Erfahrungspunkte, 20 Zufriedenheit und 135 Moospennies. Dann haben wir 15 Äpfel. Da Karotten haben wir alle. Okay, ja. Und hier fehlen mir. Ne, mir fehlt das. Mir gefällt das bis jetzt am besten. So, neu in 23 Stunden und 13 Minuten. Sofort für 60. Nein, will ich gar nicht. Egal, wir können theoretischerweise. Ja, das ist das, weil wir jetzt nicht mehr so viel zu tun haben. Hätten wir jetzt mehrere Felder, wie zum Beispiel die 17, ab Level 14 wird was freigeschaltet, das nächste Ding, was an uns gehört. Aber ab Level 3 wird hier die Pirateninsel freigeschaltet. Und so weiter und so fort. Wir können jetzt dreimal drehen. Damit wir wenigstens noch was zu tun haben. Und wir haben Erfahrungspunkte. Sehr schöne Sache. 50 Erfahrungspunkte, das ist schon mal gut. Zählen uns noch immer mit 200, oder? Egal, gleich. Dann drehen wir die nächste Runde. Und wir kriegen. Oh! Schade, wir wären fast bei 120 Moospennies gewesen. Das wäre natürlich jetzt der Hammer gewesen. Aber jetzt haben wir schon mal 50. So. Und 50 Erfahrungspunkte. So langsam wird das was. Aber wir verballern das jetzt eh, weil ich mache das jetzt eh hinterher bald mit dem Handy. Jetzt haben wir noch 11 Drehs. Zack. Weil mit dem Handy mache ich dann mehrere. Weil es ist scheiße, die auf jetzt auf dem Konto stehen zu haben. So, jetzt haben wir wieder einen Freidreh gekriegt. Das ist schon mal sehr schön. Ah, fuck! Ich war auf ein zu früh am Teil. 120.000 Tacken gehabt auf der Leber. Und wir haben jetzt die nächste Runde. Und wir kriegen 50 Taler. Egal, so wird man auch reich. So. Ach, Kompost, so eine Kacke. So, weil wie die Mühle wird jetzt heute mal richtig heiß gedreht, wa? Und. Ach, Mann, ich will doch nur die 120.000 Euro. Wir nennen das einfach jetzt Euro, weil das ist scheiße. So. Und. Kompost, ja, hoppa, ja, herrlich. Ja, Freili, Jungs, Freili. Und wir haben noch 8 Mal drehen. Ob das in der Zeit reinpasst. Und. Wir haben Dünger, das ist super, das ist schon richtig geil. Dünger. Super. Super, super, super Dünger. Jetzt haben wir wieder 50 Mal Kohle gekriegt. Und 40 Mal Dünger. Woo! Ehrlich. Ich freue mich auf die Scheiße. Hab ich ja nicht genug, wa? Freilich, habe ich nicht genug, wa? Und wir kriegen Superfutter, das ist auch geil. Superfutter freue ich mich auch immer. So, jetzt haben wir im Angebot 25 Mal Scheiße. Ist doch kacke, kacke. So, jetzt haben wir wieder Jackpot von 120.000 dabei. Und das war. Oh! Mega geil! Mega geil! Wir haben einmal bekommen diesen super Baum. Und. Oh! Aufnahme endlich, ich drehe alleine weiter. Ich wünsche euch was. Ciao!